Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update hier für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und zum Artikel findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das National News Bureau of Thailand meldet 67 neu gemeldete Infektionen heute am 24. Dezember 2020. Davon unter anderem 14 in Bangkok, ein Fall in Udon Thani, ein Fall in Surat Thani und 9 weitere Fälle in Samut Sakhon. Des Weiteren berichtet bangkokpost.com: keine Sperrung, sondern Covid-Kontrollzonierung von Provinzen. Es wird keine nationale Sperrung geben, aber die Covid-19-Kontrollzone wird auf der Grundlage der Anzahl und des Ausmaßes neuer Fälle eingeführt. Neujahrsfeiern sind nur unter strengen Bedingungen zulässig, teilte das Center for COVID-19 Situation Administration am Donnerstag mit. Der Sprecher der CCSA sagte, dass es 4 Zonen für COVID-19-Kontrollmaßnahmen gibt, die jetzt mit sofortiger Wirkung auf Provinzen angewendet werden. Diese 4 Zonen sind einmal eine rote Zone, das heißt maximale Kontrolle, beträchtliche Anzahl von Covid-19-Fällen. Dann haben wir die orangene Zone, Kontrollzone mit mehr als 10 Fällen und steigend. Die gelbe Zone, hohe Überwachung mit nicht mehr als 10 Fällen und Kontrolle möglich. Und die grüne Zone, Überwachung ohne Fälle oder Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Derzeit befindet sich nur die Provinz Samut Sakhon in der roten Zone. In der orangenen Zone ist derzeit zum Beispiel Bangkok. Und in der gelben Zone sind derzeit 25 Provinzen aufgelistet, unter anderem Phuket oder Nakhon Si Thammarat. Und auch hier wieder Link unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch auch nochmal die Listen dazu anschauen. Also kein komplett Lockdown in Thailand, sondern Kontrollzonen für die Provinzen. Das war's auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Heiligabend und frohe Weihnachten. Frohe Festtage, bleibt alle miteinander gesund, passt auf euch auf, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.